Olli, hallo, hallo, liebe Freunde. Wir sind mal wieder unterwegs im Ranked-Modus von Atlas Reactor. Ich wollte natürlich trotzdem weiterhin Atlas Reactor bringen. Ich hoffe, es hat niemand missverstanden, dass ich hier kein Atlas Reactor angeblich mehr bringen werde. Ich spiele trotzdem weiter. Das kann ich, denke ich, immer noch mal so ein, zwei Runden am Tag spielen. Da kann ich eigentlich mein Daily Ranking fast sogar beibehalten. Einfach so eine 20-Minuten-Runde am Tag Atlas Reactor. Meine Dailies machen, die ich gerade noch habe. So, hier, Play 5 Matches. Ja. Das hier noch abschließen, damit ich noch die schöne Loot Matrix krieg. Und da die Mansugi gebannt. Da kommt der Quark-Bann. Wird Kita noch gebannt? Wird Kita gepickt? Keine Ahnung. Sehen wir einfach mal, was jetzt hier als nächstes kommt. Ich würde eigentlich ganz gerne Blackburn spielen, mit dem habe ich immer ganz gut mich angestellt. Wenn das niemanden stören würde. Es gibt neue Skins und einen neuen Freelancer, auch wenn ihr den gerade im Rank-Modus nicht seht. Der hier. Tolren, so eine Art Cyber-Samurai, gibt's im normalen Modus momentan. Der wird allerdings, werden die Charaktere halt immer erstmal im normalen Modus freigeschaltet, dann werden sie gebalanced oder geschaut, ob sie gebalanced sind. Und dann werden sie im Ranked freigeschaltet. So, ich dürfte sogar theoretisch direkt einloggen. Oder will ich jetzt mal eine Runde Nyx spielen? Ich bin auch noch nix. Versuchen wir's. Skins können wir den nehmen. Wir haben noch den Terror-Schneemann. Abilities. Wir haben hier eine größere Range drauf. Hier haben wir Haste dabei, damit ich weiterlaufen kann und die mich schlechter verfolgen können. Drone Duration, weil ich die eh fast nicht benutze. Oder Enemy, also das ist der Slow, das ist der Standard. Und hier haben wir Invisibility für Gegner. Oder gegen Gegner. Nee. Invisibility, nachdem wir es benutzt haben. So. Ich habe halt nichts bisschen. Oh, Moment, mein Catalyst. Invisibility, Might, Brain Juice, genau. Ich habe halt so geskillt, dass ich so oft wie möglich unsichtbar sein möchte. Bei nix, also schauen wir mal rein. Hoffentlich wird die Runde gut. Wir sind momentan Silber 2, nur mal so zur Erinnerung. Hab halt 2 Wochen lang nichts dazu gebracht. Schauen wir mal. Wird schon werden. Mission starting. So, los geht's. Wir haben gegen uns, ich hab gar nicht drauf geachtet, Papp, Lockwood, Fedra und Kita. So, wo geht ihr hin, Jungs? Das würde ich jetzt gerne wissen. Kann irgendjemand mal irgendwas einloggen? Nehme ich halt darüber. Setting up. Im Zweifel kann ich hier vorgehen oder hier zurück, je nachdem, wie ich die Gegner sehe. Okay, jetzt geht unser Ras natürlich genau in die andere Richtung. Ich sehe niemanden. Okay. Dann gehen wir wieder hier rüber. Slow and steady. In der Hoffnung, dass da niemand ist. Ich hoffe, ich kann hier reinschießen, wenn die da drüben sind. Sonst, wenn sie hier sind. Mal sehen. Na, ah, da drüben, ja, okay. Sehr schön. Bullseye. Or your eye. Das ist gut. Die scheinen also alle da drüben zu sein. Sehr schön. Sehr schön jetzt. Ah, da war sogar einer sichtbar. Ich kann nur den treffen. Hier ist mal unsichtbar. Hätte ich eigentlich gar nicht in die Deckung gehen müssen, eigentlich Quatsch. Okay, sie hat ein Ei drin. Oh. Dann treffe ich den Hund wahrscheinlich sogar. Bam. Schön abgefangen, der Hund. Okay, der fliegt in die Drohne. Sehr schön, bleibt nochmal da drin. Wird sie wegspringen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wie lange bin ich noch unsichtbar? Noch eine Runde. Am Ende der Runde sollte ich im
Spry stehen. Mal sehen, hoffentlich springt sie nicht weg. Wo hat denn jemand angepinkt? Ich glaube, hier wurde der Hund angepinkt oder was? Na, springt der Hund? Sie springt jedenfalls nicht. Und der Hund springt aber. Oh, direkt getroffen. Hat das um sich seinen ja nichts mehr genutzt. Oh, sie hat direkt zwei getroffen. Wir sind natürlich alle wieder von unserer Supporterin weggelaufen. Ah, und er steht hier. Wir sollten jetzt theoretisch konzentriertes Feuer machen. Wenn wir wollen, wenn wir den töten wollen hier. Ansonsten, ne, das ist schwierig. Sie müsste wahrscheinlich auf sie springen, genau, und dann nach oben weiter am besten. Warum macht sie das? Ich kann, ja, weil er kann mich nicht treffen. Ja, sie kann mich treffen. Okay. Ich hoffe, sie hat die Drohne echt genommen, anstatt da drauf zu schießen mit. Ich hab den halt angepinkt gerade. Meins. Hm. Sie wollten also mir nicht helfen. Sehr schön. Hm? Hallo? Eins. Oh, eins. Nicht so cool. Ich hätte wahrscheinlich eher nach oben gehen müssen. Zieh auch Heilung rein. Ihm habe ich die Heilung geklaut, das ist ziemlich nice. Aua. I do what I must. Hm. Hoffen wir mal, dass wir hier gut treffen. Den Hund könnte man halt eigentlich relativ schnell töten in den meisten Fällen, aber. Aber nur noch 50 HP. Nicht so viel. Ich habe keine wirklich defensive Option. Ich glaube, er wird auf mich schießen. Oh, Heilung. I'll give you one shot. Keep your distance. Ja, was ist mit Nix? Hm. Ich gehe mal dahin. In der Hoffnung, dass ich dort keinen Damage krieg. Something isn't right. Also ich bin immer noch, ich mache eigentlich ganz guten Job momentan. Ich habe den höchsten Damage und das ist genau meine Rolle. Tut mir leid, ihr habt ja den Fokus nicht gemacht. Looks like you're stuck with me. Als er ein bisschen weiter hochgezogen wäre, ich getroffen worden. Und da hat er sich dumm teleportiert, weil da stand ich halt gerade. Lecker, lecker, so wie ich da gerade stehe, glaube ich. Ich müsste eigentlich unsichtbar bleiben. Er kann ausweichen. Bis wann? Until next decision mode. Glaube ich mal dahin. Da hoffen sie es nicht. She put here on someone. Ja, logisch. I've always got a trick on my sleeve.
Wo erwische ich ihn sogar, wenn er dorthin gedasht ist. What's that? Nope. Das sind nur 20 Heilung. Können ja doch, er heilt sich aber selber noch, dadurch überlebt das, ja. Ich bin trotzdem unsichtbar. Da sie The Grey bei uns haben, ist das ganz... Ah, okay, dann überleben sie es wahrscheinlich nicht. Er wird wahrscheinlich... Wenn er rausläuft, ist er tot. Ja, hätte man sich mal bewegt. Zack. Unsichtbar werden. Weit rüberlaufen. Ja, nimm's doch. Nimm es doch. Into the cover of darkness. If I don't get you, robot will. I'm all kinds of sneaky. Das ist natürlich genau die falsche Seite jetzt für mich. Hunt and seek. Oh, er nimmt es genau ins Gesicht. Das ist nicht gut. Aber ich müsste da hinschießen können, denke ich. Executing. Ich müsste theoretisch da hinschießen können, denke ich. Ich versuch's mal. Sie können hier nicht durch, weil dort eine Wall ist. He's caught the scent. Get him. Die ist halt, unser Soren spielt gerade voll all in wieder. Das ist ein bisschen uncool. My strength for all. Ja, die heilen sich halt alle hoch. Treffer. Den müsste er jetzt wohl haben, jetzt hier in unserer Kettelliste, dann kann ich auch nichts tun. Keine Ahnung. Ne. Ich lauf da rum. Locked and loaded. Ich will jetzt gerade mal da reinlaufen. They dash on you? On whom? Um sie? Ja, macht er wirklich sogar. Okay. Und um Stirn hat sie Pech und die schießt genau in die Richtung. Okay, er ist Catalyst. Hätte ich auch nicht schießen brauchen. Sehr gut. Dann war das vollkommen irrelevant, ob ich das getan hätte oder nicht. Er kann nicht mehr ausweichen. Nizix. Brauche ich mal eine Time-Dingens. Außer er hat einen Dash. Da ist er. Drei Leute sind super low von denen. Jetzt gehen sie auf unsere Frontliner zusammen. Oh, lol, er hat noch 20 Heilung gekriegt. Wovon denn das? Sehr schön, der erste Kill. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich bin sicher sichtbar. Wenn er halt hier irgendwo steht, will ich das machen. Sonst laufe ich mir gerade mal kurz dahin. Ich hoffe nur, er ist irgendjemand anderen gefolgt als mir und steht nicht in meiner Nähe. Irgendwie ihr oder so. Das wäre deutlich angenehmer. Okay, ist schon mal nicht bei ihr. Da ist er. Ich habe sogar mitgetroffen. Random Treffer. Wahrscheinlich, weil er jetzt seine Ulti rein, wenn er drei Leute trifft. Nein, nur zwei. Okay, ich bin außerhalb. B.
So, wenn ich dahin lauf. Fuck. Und da wird sicher einer drauf gehen, oder? Yeah, yeah. Ich kann nicht drauf schießen. Tu damit, was du möchtest. Ich kann nicht drauf schießen. Wäre auch Quatsch gewesen bei der Fähigkeit, die er einsetzt. Prepare to be pissed. Wieder direkt ins Gesicht. Ja, der haut mich doch, oder? Ah, der sperrt mich mit ein. Das ist fies. Das ist echt fies. We begin. Stay on target. Versuchen wir ihn. Ich bin halt eh tot. Von daher brauche ich auch nichts machen. Dieses Einsperren. Daran habe ich gerade nicht gerechnet, dass es durch die Wand geht. Habe ich nicht dran gedacht. Ich hätte doch weglaufen sollen von den Leuten. Habe halt nichts mehr zum Ausweichen. Okay, dann weiche ich dahin aus. Kann sie ihn jetzt endlich mal töten? Dann ist er nämlich auch tot. Ja, sehr gut. Tot, ja, ich bin auch tot. Ist okay. Aber wenn wir dafür 2 Kills kriegen. Na schön. Nice. Läuft. 4 turns remaining. Kita lebt noch und Dingens. Dingens ist hier hingegangen. Ja, wahrscheinlich. Gehe ich davon aus, dass er dort sich die Heilung gleich holt. Schiebe Dash, logisch. Stay one step. Sie wird bescheiden. Ja. You thought you were gonna choose me. No. My protection is unbreakable. Now you are trapped. Wofür dann die Trap? Oh lol. Er läuft eiskalt rein. Returns left. Ich gehe mal nur dahin. Reicht mir. Denke ich von der Reichweite her. I don't know about this. Problem ist der, der es reinulten wird. Hours, ja, sag ich halt ulte rein. War zu erwarten. Aber sie haben halt auch noch, nur noch 2 Runden, um zu gewinnen. Healing up. Und sie kann nicht mehr ausweichen. Ich komme gerade so noch ran. Das brauche ich nicht, das ist Quatsch. Ich will mich einfach mal hier hin. Einfach nur, weil ich es kann. Mitten im Raum, wo halt normalerweise niemand steht, damit ich nicht zufällig getroffen werde. Weil irgendjemand dort checkt oder so. Ihr könnt sogar noch mal reinholten. 2 Leute treffen. 100 Schaden kriegen. Ach, ganz nice. Vorletzte Runde, aber er überlebt nicht. Schade. Aber sie überlebt auch nicht. Niemals. Bam. Damit steht es 4-3. Ach, Gray. Du bist jetzt bis unser Sorgenkind an der Stelle. Kann er. Er kann Gray nicht sehen, er kann nicht dashen, außer auf einen Teammate. Und Gray bewegt sich. Sehr gut. Do it! I'm gonna kill them all. Back into their nightmares. Do it, Gray. Bitte weich aus. There's no running from me. Weil es ist einfach viel schwieriger ist, jemanden zu treffen, wenn man ausweicht. Und ausgewichen wird es auch um. Er ist sogar fast noch gestorben, ey. Ah, fuck. Wäre sie halt direkt hin an die Wand gegangen. Sudden death. Make the most of it. Yes.
Sudden Death. Das will ich noch reinhauen, sonst habe ich es nicht benutzt. Oh, now you've done it. Adrenaline. The hunt goes on. Hm, wo ist der Hund hin? Sie kann ausweichen. Oh, ich bewege mich nicht. Fuck! Fuck. Das könnte jetzt einen Sieg kosten, dass ich mich nicht bewege, wenn ich Pech habe. Okay, da ist er. Der ist Dash. So. Der hat Heilung. Okay. Und auf den? Okay. Auf den. Ich mach 45. Wir müssen in dieser Runde töten. 143 wird echt schwer. Jetzt hab ich ja noch angekotzt. Fuck. Coming at you from every angle. Have my eyes closed. Der Hund fehlt halt, der ist am Arsch der Welt. Der Hund ist tot, glaube ich. Müssen wir halt nochmal so viel Damage machen, das ist ein bisschen das Problem. Wie verheilt er sich? Kann ich das irgendwie sehen? 60 oder sowas. Wow. Gut, jetzt hat Kida halt nichts mehr für 4 Runden. Jetzt müssen wir halt durch. Life comes full circle. Shot in the dark. Da bin ich nicht. An unbreakable bar. Sie halt ihn. Normalerweise anstatt mich. Aua. Aber ich bin nicht aufgedeckt, ich bin immer noch unsichtbar. Oh, eine Drohne, sehr schön. Ich kann das nochmal ulten. Ulten wir doch nochmal rein. Und stellen uns dann da drauf. Das läuft doch. Ich habe doch hier ordentlich Schaden gemacht. Hier 57 Schaden. Ich habe sogar noch eine Ulti. Also von wegen, wir verlieren das hier, Jungs. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Solange Gray es nicht nochmal stirbt in der letzten Runde, ist alles gut. Hm, nicht mit den Hanzen getroffen. Das ist ganz schön knapp. Gut, dass Kita hier drüben ist. Bisschen Overkill. Guck mal. Bam. GG. Kann schon mal reingegehen. Ich würde sagen, ich habe meine Rolle als Nix ganz gut erfüllt. Würde ich behaupten. War eine gute Runde. Damit hoffe ich, dass ihr wieder Spaß damit hattet. Wie gesagt, Ranking-Runde. Wir sehen gleich noch, ob wir ein bisschen weiter aufgestiegen sind. Wir kriegen unsere ganze Missions und First One of the Day und so weiter. Und wir haben natürlich noch einen Season Reward, den mache ich auch gleich noch auf. Mal sehen, ob da irgendwas Sinnvolles drin ist. Ja, ich mag nichts spielen. 800 Damage. Das ist doch ordentlich. Als Damage Dealer habe ich, würde ich sagen, ein bisschen gerockt, die Runde. Hier, 600 hat der nächste. Das ist ein Maximum. Das lief, aber unsere Grey war auch ordentlich. Also 530 ist für eine Grey auch ziemlich stark. So, und 41 haben wir gekriegt. Sind wir 2/3 durch, Silber 2 durch damit. Und jetzt schauen wir noch kurz in die Loot-Matrix rein. Loot! Open! Ja. Wow, wir haben einen GG-Boost gekriegt. Sehr schön.
Alles klar. Also dann hoffe ich, hattet ihr Spaß mit der Folge heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis demnächst.